Vorher, ne? Machst wie alle anderen, stell dich vors Tor, warte, bis einer zu dir kommt, dann wirst du bedient. Ich bin erst seit gestern Abend da, ne? Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Entschuldigung, ne? Ich bin halt nicht so ein Penner wie sie, der jeden Tag ist. Ich habe keine Ahnung, wie das hier läuft. Verstanden? Gut. Sieht, was die anderen hier machen. Ich sehe das nicht, weil ich erst seit 10 Sekunden hier zum ersten Mal hier bin. Du Vollidiot. So. Du kannst mir einen blasen, du Sch***. Lass mir einen. Ich scheiß auf dein Hausverbot. Ich bin Multimillionär, du Hure. Ich bin Multimillionär, du kannst mir einen blasen. Dreimal Hupen für die Muschis. Sehr gut. Ja, perfekt. Sehr gut. Das ist ein Arzt in dem Laden gewesen, oder? Haben die uns abgezogen oder war das ein fairer Preis? Ey, ich hab keine Ahnung, aber ja, ich auch nicht. Teuer, also, Digga, gib mir 5 Tage, ich bin tot, ich verhungere. Ey, die sagen, das ist ein normaler Preis. Ich habe hier schon ein bisschen gearbeitet, so, weißt du? Ich habe hier UPS und so gemacht. Ja. Alter, da kannst du echt 2 Stunden ackern gehen für hier 3 Pizzen gefühlt. Ach du Scheiße. Aber gibt's denn. Also, nur mal theoretisch. Gibt es hier korrupte Banksysteme, die andere Währungen nehmen, um mehr Dollar zu bekommen? Kann ich auch einfach Geld kaufen mit anderer Währung? Boah, bestimmt, ja. Also ich bin mir auch nicht so sicher, aber... Motorradfahrer, hallo? Ja. Wie kann ich denn hier reich werden, Sir? Ich weiß auch nicht. Sind Sie auch nicht reich? Nee, ich bin arm. Scheiße. Was machen Sie den ganzen Tag, Sir? Rumfahren. Sie fahren nur rum? Ja, ich fahre nur mit meiner BF rum. Stark. Also Sie wissen nicht ganz so wirklich, wohin mit sich und... Das ist richtig. Geil. Also wenn Sie ein bisschen Trouble machen wollen, dann steigen Sie ein. Klar doch. Sehr gut. Sie gefallen mir, ne? Spontan, lebensmüde, einfach bei Fremden einsteigen. Genauso muss das sein. Wie heißt du denn? Ja, genauso muss. Ich bin der Reeves. Wie heißen Sie? Reeves. Mein Name ist Kevin Bangers. Und das ist mein Kollege Martin. Das freut mich. Auch genannt, Freunde nennen ihn Mattis. Also, Reeps. Ja. Wie nennen Freunde dich? Einfach alle Reeps. Reeps. Das Ding ist, ich bin erst seit gestern Abend hier und ich suche Leute, die auch nicht wissen, wohin mit sich selber. Guck mal, wie der da. Da merkt man direkt, der weiß nicht, was er tun soll. Hallo? Ja, hallo? Wenn dein Leben sich verändern soll, steig jetzt sofort ein. Die Karre ist geklaut. Ja. Scheiße, also, Mann. Du könntest sterben. Du bist mein Mann. Macher. Wie heißt du? Hey, Reeves. Der eine heißt Reeves, der andere heißt Reese. Hier vorne ist hey, Martin, Reese. Freunde nennen ihn Mattis. Und du bist auserwählt worden. Ich fahre ein bisschen rum und ich suche nach Leuten, die auch nicht wissen, wohin mit sich selber. Stimmt, und, bin ich genau richtig. Da bist du genau richtig, ne? Ich habe auch schon gemerkt, na, dem geht's wie uns. Ja. Und das Ding ist, alleine sind wir vielleicht Loser, die nicht wissen, was sie machen sollen. Aber zusammen können wir einiges erreichen. Stimmt, ja. Uns fehlen nur Weiber. Da kümmere ich mich noch drum. Wir sind jetzt theoretisch 5 Leute. Man muss ja untereinander sich verstehen. Aber ist jetzt hier der Mattis, Reeves und Reese. Ich glaube, man würde ja merken, wenn ihr Opfer seid, ne? Das merkt man ja. Da wird man gar nicht die Leute einsteigen lassen. Ich rufe mal meinen anderen Kollegen an. Mike am Telefon, ich höre dich nicht, Bro. Ich höre dich nicht, ne? Du bist halt jetzt. Warum hörst du mich? Ja, jetzt höre ich. Kollege, jetzt höre ich dich. Wo bist du? Ich habe jetzt hier so ein 4-Mann-Truppzimmer. Ach du Scheiße, Bruder, fahr mal los. Ja, Mann, vorweg. Da schieß nicht. Ja, die Weiber, die sind alle verklemmt hier. Wo bist du denn? Nähe Würfelpark. Okay, lass uns nicht vorne am Würfelpark treffen, lass uns hinten am Park treffen. Auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, okay. Also sprich, ja, keine Ahnung. Die Bank ist. Ja, ich glaube schon, weiß ich nicht. Nee, nicht wo die Bank ist, auf der anderen Seite, weißt du? Mhm. Da, wo dieser Skatepark ist vom... Nee, da ist gar kein Skatepark. Hörst du mich hupen? Ja, lass einfach bei der Garage treffen. Sag Garagenseite. Garagenseite. Ich bin noch nicht am Würfelpark. Ich brauche noch 10 Sekunden, dann bin ich da. Okay. Ich guck, wo du bist. Okay, wir sind gelbes Auto. Gelbes Auto. Gelbes, okay. Okay, Jungs. Jetzt müssen wir mal so einen kleinen Freundeskreis machen. Und wenn dann irgendeiner ein Veto hat bei irgendwem, müssen wir den rausschmeißen aus unserer Gruppierung. Einen Pakt jetzt machen. Genau, wir müssen jetzt einen Pakt machen. Wir müssen noch mehr Leute werden und dann werden wir immer krasser und dann sind wir immer heftig. Irgendwann reich. Genau. Das Ziel sollte eigentlich sein, jeder von uns muss Multimillionär werden. Ja. Nicht 1 Million, 2 Millionen. Yo. Okay, yo, Mike. Ich habe einige Brees kennengelernt. Du hast einige Brees kennengelernt, yo. Also wir haben einmal hier Reeps. Genau, stell dir mal selber vor, dass auch jeder die Stimme von dem anderen gehört hat. Ja, ich bin der Reeps. Freut mich, ich bin Mike. Was geht ab, Mike? Ich bin Tyrese.
Reese, Tyrese. Freunde nennen ihn Reese. Oder Reese und Reeps. Die beiden sind ein gutes Duo. Irgendwo seelenverwandt, ja. Stark. Ja. Ja, ich bin Martin. Und der letzte im Bunde muss Martin sein, oder? Ja, genau. Freunde nennen ihn auch Mattis. Mattis. Ja, Jungs, ich bin Kevin Bengers, Frauen nennen mich Schwengers. Hast du bereits erwähnt? Ja, einfach mal so eine. Der Vollständigkeit halber, ne? Ja. Bleiben wir zusammen reich. Ja, also das Ziel von mir wäre eigentlich, wir müssen alle Multimillionär, wir müssen alle reich werden. Wir müssen einfach geile Ficker werden, die reich sind und viele Frauen haben. Perfekt. Fühlt das jemand nicht? Oder ist da jeder, also. Ist jeder dabei? Und Ficker werden ist. Sind alle dabei. Gut. Was mit dir, Mattis? Ja, eine Claim, dafür bin ich geboren. Geil. Okay, Jungs, dann lass mal alle kurz Nummern. Ich habe eh schon von jedem, glaube ich, die Nummer. Habe ich von irgendeinem die Nummer nicht? Ja, von mir. Okay. Von Reese. Ja, wollen wir einfach alle Nummern mal airdroppen? Ja, genau. Ja, alle. Ich habe Airdrop an. Ich bin, genau. Mal eingeschickt. Ja, das nicht. Perfekt, Jungs, was machen wir jetzt? Wie sieht's aus? Okay, also erstmal müssen wir uns einheitlich wie Frauen. Verachtende Frauenaufreißer, die Multimillionäre werden wollen, anziehen. Okay, also ab zum Kleiderladen. Genau. Perfekt. Wie findet ihr diese diesen Pimpmantel hier mit diesem Pelz und so? Sieht schon gut aus. Für das Leopardenmuster ist hier ein echter Leopard gestorben, nur zur Info. Also so vermag ich das. Ist doch super. So auf Ehren. Ich finde, den solltest nur du tragen. Sieht nach Zuhälter aus. Geil. Gefällt mir. Du bist ja so ein bisschen. Muss sein. Ja, jeder kann hier selber sein Outfit kreieren. Ihr müsst halt nur daran denken, das muss den Ladies gefallen. Ihr müsst halt auffallen, Jungs. Ihr dürft nicht untergehen in der Masse. Ihr müsst so richtige Wichser werden. Okay, Millionäre. Erstmal ein bisschen gucken und dann entscheiden wir uns, ne? Geil. Okay. Ey, Jungs, ich geh mal ins Auto, damit es keiner klaut, ne? Oh, geil. Was sagst du, Kevin? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir sehen das einfach reich und elegant aus. Ja, sehr, sehr geil. Sieht aus wie ein Kondom, Bruder. Bockt sich nicht. Sehr, sehr geil. Wo, weiß jemand von euch, wo Vagos lebt? Kann das mal jemand markieren? Ja. Die wohnen unten in Vespucci. Wir müssen direkt mal eine Ansage machen. Ich schon das wieder. Das würde ich auch sagen. Ja, wir sagen denen halt, pass mal auf. Ich schreibe direkt weg, wenn wir in deren Auto da ankommen. Die sollen sich mal benehmen, lieber. Genau, die sollen sich mal lieber benehmen, genau. Die sollen mal jetzt wissen, wer jetzt bald her die Macht ist. Die sind hier die. Wir zeigen direkt mal Präsenz. Wie heißen wir eigentlich? Die Fuckers. Stark, starker Namensvorschlag. Hat jemand anders, noch jemand anderes Vorschläge? Die kranken Bangers. Ja, oh, ja, auch gut. Alter, die Bang Bros, Alter. Die Bang Bros. Bang Bros, interessant, nice. Bangers. Die Schwengers. Ja. Jungs, angenommen, mein Gefühl würde mir sagen, ich habe ein Auto. Ja. Dein Gefühl? Sehr wo schön. Wo kann ich mir das, kann ich an jeder Garage mir das holen, auspacken? Entweder musst du zu einer blauen oder zu einer roten erst. Ja, das Ding ist, wenn du dein Auto einmal irgendwo eingeparkt hast, ist es nur noch in der Garage. Ja, genau. Ja, guck mal jetzt hier erstmal. Okay. Mein Gefühl sagt mir nämlich, hab glaube ich Auto. Das wusste ich die ganze Zeit schon, aber ich habe es vergessen. Boah! Jungs, guck mal, was ich habe. Oh mein Gott, der ist ja sogar noch krasser. Ist ja der Urus. Ja, Jungs, da ist der Urus, ne? Hab ich doch. Du hast doch. Schön. Der ist ja. Der ist ja so krasser als mal. Ja. Wir werden wahr. Zum zweiten Mal. Wir werden immer reicher. Super, Carlito. Jetzt muss ich meinen zu Mansori schicken und den umtunen lassen. Unserem Ziel immer mehr, immer näher. Dankeschön. Ey, vielen, vielen Dank, Bro. Sehr, sehr geiles Auto. Ist geil, oder? Ja. Das ist krass. Was? Damit ist Vagos eine Ansage pumpen. Sieht nicht fresh aus, ja? Ja, da sind sie ja. Da sind ja die Vagos. Hallo? Warte kurz. Ich park mal ordentlich. Entschuldigung. Und zwar, gerade eben wurde ein gelbes Fahrzeug von euch geklaut. Okay. Am Kleidungsladen. Ja. Und das war tatsächlich ich gewesen. Und ich wollte euch nur vorwarnen, ne, wir sind jetzt auch in der Stadt. Nochmal, was? Also ich habe eben euer Fahrzeug geklaut, euer gelbes Fahrzeug. Okay, stark. Und ich wollte sagen, ne, wir sind jetzt hier in der Stadt. Wer ist denn wir? Ja, die,
Unseren Namen sagen wir noch nicht. Okay. Aber nur, dass ihr wisst, dass ihr jetzt nicht mehr die Nummer 1 seid, ne? Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören. Wo wohnt ihr denn? Wo wohnt ihr denn? Tja, das sagen wir euch auch nicht. Das sagen wir euch auch nicht. Nö. Okay, also ihr kommt hier hin, sagt, ja. Sagt nicht, wer ihr seid, sagt nur, dass ihr da seid. Leute, ich hab eben alleine euer Auto geklaut. Wenn ihr so krass seid, wie ist das denn möglich? Ey, das ist zu krass, Bruder. Okay, kannst du damit aufhören? Ja, du hast es verstanden, richtig? Weil du korrekt bist, werde ich nicht mehr eure Fahrzeuge klauen. Ja, das ist aber zu krass für uns. Okay, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Wir kommen in Frieden. Ja, das ist kein Frieden. Ja, Frieden kriegt ihr mit eurem Autos klauen. Wenn du mir drohst, dann seid ihr heute nicht mehr die... Das war keine Drohung, das ihr seid keine, hier, Vargos. Ihr seid aber heute die Versagos. Wir sind die Versagos. Ihr seid ab heute okay. Die Versagos. Okay, die Versagos, die... Adios, Versagos. Adios. Adios, Versagos. Adios. Ja, macht euch adios. Ab. Ja, alles easy, Versagos. Ciao, ciao. Na, Jungs, wir haben was gezeigt. Den haben wir es gezeigt. Besser so für die. Boah, ich schwöre, ich würd gerne mein Auto f***en, Alter. Denkt ihr, das geht? Den Auspuff oder was? Ja, ja. Das sind auch drei Öffnungen, also wir können uns... Drei Löcher für drei Leute, das passt doch. Geil. Drei Löcher für Charlie. Wo kann ich die Karre denn hier tunen? Ob in meiner Nähe. Das Customs. Kann das jemand hier auf süß? Ja, wir brauchen einen Namen, Jungs. Wir brauchen echt einen Namen, wie wir uns nennen. Ah. Hier, ja, was hältst du von Jens? Das ist ja voll der peinliche Name, Alter. Das ist ja voll der peinliche Name. Ey! Jungs! Kann man hier tunen? Natürlich, fahren Sie einfach rein, die kommen gleich auf Sie zu. Ich will ein bisschen pimpen! Komm mal rein, pimpen! Ja, wo bleiben die denn? So, wenn ich jetzt mein Auto abschließe... Ah, okay. Mhm. Ich check. Ich hätte noch einen Namen, MS Main Character. MS Main Character? Nur dann müssen wir überlegen, was MS heißt. Oder wir nennen uns Mains. Mains. Einfach nur Mains. Die Mains. Ja. M-A-I-N-S ist schon mit die Mains. Ja. Das klingt schon stark. So, Kollege, und du kannst pimpen oder was? Nee. Was geht? Moin. Bist du gefährlich von irgendeiner Gang oder so? Tschüssikowski. Hä? Jungs, ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Angenommen, ich hätte jetzt eine Million auf der Hand, ne? Ja. Am besten schnell auf die Bank einzahlen, ne? Richtig, ja. Können wir die geklaut werden? Ja. Also, ist eine Million viel? Ist das viel? Eine Million ist auf jeden Fall... Für Zivilisten sehr, sehr, ja. Definitiv, ja. Für Familien eher weniger. Aber für Zivilisten schon sehr viel. Wie viel ist das? Also ist das so richtig... So... Also ich sag mal so, ich habe eine Viertelmillion. Ich habe dafür fast 2 Wochen gebraucht. Oh mein Gott, das ist ja richtig korrekt von diesem Typen, der das Skinny Jeans trägt, Digga, in 2024. Definitiv, ja. Ich küsse doch dem sein Herz, Alter. Ey, Priceless! Und wenn ich gleich tune, brauche ich Bargeld oder kann ich dann einfach mit meiner Karte zahlen? Ja, ich mache den Rechnung. Ah, die ist Rechnung. Ja, ist ja geil. Dann lohnt sich ja gar kein Bargeld. Nee, tatsächlich nicht. Ja, Bargeld ist auch ziemlich gefährlich hier. Kann der komplett abgezogen werden, der Bums, ne? Ja. Boah, endlich Millionär. Das ging ja schnell. So muss das sein, Jungs. So muss das bei euch auch laufen. Wir kommen dem Ziel immer näher. Ich sag's ja. Dings, du kannst nicht mehr draußen mehr tragen. Ich leg mich jetzt hier schlafen. Ich komme. Okay, passt. Morgen oder so. Okay. Kevin, wann bist du wieder da? Ja, jeden Tag jetzt, Bruder. Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Daily. Wir ziehen das Ding richtig groß, Jungs. Perfekt. Sehr schön, das freut mich doch. Ihr seid halt so die. Gute Nacht. Guck mal, wenn ihr Leute habt, ne? Wenn ihr rumfahrt und ich bin nicht da und ihr denkt, der ist korrekt oder die ist korrekt, einfach Nummern austauschen und stellen, dass sie so ein bisschen wachsen, wisst ihr? Ja, ja. Aber okay, zwei Weiber müssen auf jeden Fall noch rein. Genau, oder? Mädels müssen rein. Weil, guck mal, jeder, der hier gerade hier ist, ist ja korrekt. Und so müssen wir es eigentlich fortfahren. Perfekt. Gut, bis morgen. Ciao. Ja, läuft doch ganz gut bis jetzt, ne? Sehr gut. Wenn ihr nichts zu tun habt und nicht wisst, was ihr machen sollt, entweder neue Leute finden oder versucht irgendwie arbeiten zu gehen, dass ihr ein bisschen an Geld kommt, damit jeder so ein bisschen was hat, um in die Runden zu kommen, sag ich mal, weißt du? Mhm. Aber die Frage ist, wo arbeiten? Aufs Feld hocken ist jetzt nicht so das Geilste. Genau, halt irgendwas, ne? Irgendwas. Irgendwas. Für Familie, paar Familien oder sowas. Genau, irgendwas. Ist das Hector? Die Dame, hallo? Ja. Dürfte ich Sie eine Frage, also ich würde Sie gerne etwas fragen. Mhm.
ich park mal ganz kurz da vorne, okay? Also. Mhm. Ich muss erst fragen, als was sie sich identifiziert. Weil ja, ja die hat eine Scheide, ist also Frau. Ja. Weiß man nicht. Könnten Sie mir ganz kurz bildlich sein? Das ist doch eine schnelle Nummer. Mr. NEI, ja, ey, ich war als erster hier, ne? Ich bin doch jetzt im Tune hier. Ja, ich bin auch zum Tune hier. Und warum parken Sie dann da hinten? Ja, weil ich ja die Frau vorher etwas fragen wollte. Na, dann fragen Sie mal. Arbeiten Sie beim Bennys? Ja, die arbeitet nicht beim Bennys. Achso, weil die eine Bennys Jogginghose anhat. Ja. Arbeiten Sie beim Bennys? Danke. Nee, ich arbeite auch nicht beim Bennys. Keiner arbeitet hier beim Bennys. Oh. Hm? Ich dachte, wie der Bennys. Los Santos Customs. Arbeiten Sie mal LSC? Das wurde doch gerade schon beantwortet, oder? Wir haben nicht zugehört. Mal, das ist keine Fragestunde hier. Also, du hältst den Betrieb drauf. Willst du tunen oder willst du nicht tunen? Ich will tunen, deswegen. Also, ich will tunen, deswegen sage ich ja, frage ich ja, wer ist denn hier vom LSC? Wenn das eine dumme Frage ist, dann entschuldige mich dafür, aber ich dachte, ich frage einfach mal vor. Ne? Mach's wie alle anderen, stell dich vors Tor, warte, bis einer zu dir kommt, dann wirst du bedient. Ich bin erst seit gestern Abend da, ne? Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Entschuldigung, ne? Ich bin halt nicht so ein Penner wie Sie, der jeden Tag ist. Ich habe keine Ahnung, wie das hier läuft. Verstanden? Gut. Sieht, was die anderen hier machen. Ich sehe das nicht, weil ich erst seit 10 Sekunden hier zum ersten Mal hier bin. Du Vollidiot. Ja, Vollidiot. Was? Vollidiot? Du hast Hausverbot. Du kannst mir einen blasen, du Sch***. Du kannst mir einen blasen, du Spaß. Lass mir einen. Ich scheiß auf dein Hausverbot. Ich bin Multimillionär, du Hure. Ich bin Multimillionär, du kannst mir einen blasen. Wenn du mein Geld nicht haben willst. Niemand tune, niemand. Ganz kurz, der entspannen Sie sich doch ein bisschen. Ich küsse euch jetzt. Entschuldigung, Herr von NIA. Sind sie alle neidisch nur auf dem Wagen, weil sie ja, nur kommst du mit einem Urus hier hin und direkt werden hier Faxen gemacht, weißt du? Dann haben wir uns ja eingeschossen. Warte mal. Die haben uns eingeschossen, ich weiß es nicht. Gut, was machen wir denn hier? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Gibt's hier keinen anderen Ausgang? Ja. Wir haben die gedribbelt. Was ein Trottel, du bist. Der wollte abschließen gehen. Ey, ihr Trottel. Ah, ihr Trottel, ne? Ihr Vollidioten. Ihr absoluten Vollversager. Ihr habt vergessen, die andere Tür zuzumachen, ihr Idioten. Ne? Ihr Trottel, Alter. Idioten. Ihr Vollversager. Ihr absoluten Loser. Der Herr vom MNA. Ja, warte mal, wir können uns doch. Sie sind mir sehr sympathisch, Sir. Können wir vielleicht um die Ecke mal ein bisschen quatschen? Ey, willst du tunen, ja, bist du? Können wir kurz machen. Ich komme. Ey, bist du, willst du tunen oder nicht? Yes, ja, ja, Sir, ich würde gerne tunen, aber das Ding ist. Ja, dann steck raus, hier alle Abfahrt. Aber ich hab doch Dings, ich hab doch hier Verbot. Ja, aber ich nicht. Mir doch scheißegal. Sie klauen doch mein Auto. Sir, sie wollen mein Auto klauen. Mach auf, den Karl. Ich hab dir gerade eine Mio gegeben. Ich hab nicht mal ihre Telefonnummer, Alter. 806882. Nein. Airdrop wieder immer. Hey, ich kann das Kevin, nicht. Kevin, ich bleib zur Sicherheit im Auto. Nicht, dass du die Karre klauen. Ja, sehr gut. Deine Airdrop-Nummer? Moment. Das ist die 255. Der Herr vom NIA. Was für Zeit? Ja. Sie sind mir. 255 ist meine Lieblingsnummer. Ja, mach mal einen Karren hoch. Glaub mal, der Sie sind mir sympathisch. Hör mal, der hat mir die Nummer gar nicht geschickt. Du hast mich verarscht. Ah, doch, hier. Gut, hab ich. Gut, ist offen. Ey, bitte klau nicht, bitte. Das ist mein einziges. Oh. Kevin, ich beschütze die Karre. Was ich haben will? Ja. Ja, mach den einfach. Gib alles. Alles. Matt schwarz. Der muss gottlos. Der Wagen muss gottlos sein. Gottlos. Guck mal, das Motto ist einfach krass bei Weiber da kommt. Genau. Der Herr vom NIA. Ja. Finden Sie fair, was ist denn eigentlich NIA? Das ging, also wissen Sie, auf anderen Inseln gibt es das FIB, hier gibt es das NIA. Finden Sie das gerechtfertigt, dass ich hier 2 Wochen Hausverbot kriege? Nur weil ich halt gefragt habe, hey, seid ihr von was? Ich wusste ja nicht, dass Sie vom LSC sind. Ich bin seit gestern spätabends erst hier. Das sind meine ersten 30 Sekunden auf diesem Platz und ich frage, hey, sind Sie vom LSC? Sind Sie vom LSC? Und dann sagt und ich so, halt meine. Nein, das ist absolut nicht gerechtfertigt. Aber was, Sie wissen, Tuner sind immer ein bisschen eigenwillig. Wissen Sie, die nehmen das Ganze sehr ernst. Ja, aber warum sind Sie denn so sympathisch und der nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Aber wir kennen uns doch, Mensch. Ja, könnten Sie vielleicht da mal vermitteln, vielleicht? So von sympathischen NIA-Agent zu Bengers, aka Schwingers? Wenn die jetzt ihr Auto tunen, ist doch alles gut, oder? Ja, da tunen die ja nur, weil jemand anderes da reingefahren ist. Komm, wir gehen da mal zusammen hin. Und dann ich entschuldige mich auch bei dem. Fader, gib mir eine Chance, sag mir, warum muss das sein? Warum muss das sein? Du wolltest schwimmen gehen, slide bitte in meine DMs rein. Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie es ihr geht. Fader, Baby, bitte vergiss deine Sorgen.